Hallihallo, Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen beim neuen Baustellenvideo bei traumhaftem Wetter. Ein neuer Tag im Paradies. Ich bin ja die ganze Zeit auf den Baustellen hier mit dem Kfz vorgefahren und gerade eben ist das passiert. Würdest du was zu unserer aktuellen Situation sagen? Nee, ich wünschte, ich wäre nicht anwesend. Ja, jetzt dürftet ihr was sehen. Also die Situation ist folgende. Ich bin die ganze Zeit mit dem Auto vorgefahren, weil wir jetzt in sehr, sehr enge Standorte rein mussten. Dass ich eben vorher ein bisschen gucken kann, wie das hier geht mit dem LKW und so. So, und jetzt ist das Auto verreckt. Also das ist einfach nicht mehr angesprungen. Irgendwas mit Shutdown, System, Error, steht da in dem blöden Display. Ja, und geht gar nichts, sag ich mal. Es geht wirklich gar nichts. Da haben wir versucht, das Auto zu überbrücken. Das geht ja irgendwie nicht. Hier so einen neuen kaufen, kannst du ja nicht einfach überbrücken. Ich hasse nur. Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Da der Gegenwarts-Phil hier ziemlich reingeschissen hat und man überhaupt nichts versteht, muss der Zukunfts-Phil im Schnitt hier leider einige Stellen nachsynchronisieren. Hier erzähle ich erstmal, was passiert ist. Es kam nämlich der ADAC, da wurde das Auto dann erstmal professionell von irgendwelchen Fehlermeldungen und Blockaden im elektrischen System befreit und dann konnte man dieses Mist-Kfz auch wieder überbrücken. Das Problem, das wir allerdings haben, ist, dass wir noch einen Hänger dabei haben, in dem wir ziemlich viel Zeugs drin haben, beispielsweise auf Montage unterwegs mal kochen können etc. und auch einiges an Werkzeug mit transportieren. Deshalb müssen wir jetzt Platz auf dem Tieflader machen, dass wir diesen Hänger auch ohne Auto weiterhin mitnehmen können, was mitten in der Nacht echt ziemlich kacke ist. Ich schmeiß jetzt noch die Paletten darüber, machen wir nochmal alles fest und dann geht's gleich mit dem Hänger weiter. Jetzt klemmt natürlich. Klemmt jetzt dieser Scheibenwischer, Alter. Da kannst du doch echt, ey. Aber, ey, wichtig ist, auch wenn ihr mir das vielleicht jetzt nicht glaubt, ich weiß, das ist leicht gesagt, aber nicht mal das hier, mitten in der Nacht hier zu stehen mit dieser Scheiße, ist ein Grund irgendwie auszuflippen oder so. Es ist alles lösbar. Muss man sich wirklich in dem Moment immer einreden. Wo gehen hier bei dieser Randelbumsbude, ey, das Licht an? So, huch. So. Also. Ich bin nass, wir sind nass. So vollgepackt ist hier drin alles. Weißt du, soll ich dir was verraten? Ja. Es hat aufgehört zu regnen. Nee. Doch. Oh, nee. Oh Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. So, ich gebe euch ein kleines Update. Wir sind hier auf der neuen Baustelle. Das wird Gott sei Dank eine relativ kleine Aktion. Es ist mittlerweile 12 Uhr. Tieflader steht da hinten. Wir sind hier halt mitten auf dem Waldweg. Es pisst wie ein Sau. Warum sind wir so spät? Ganz einfach. Wir haben ja kein Auto mehr. Deshalb mussten wir heute Nacht hier noch in den Wald den Tieflader abhängen, dass wir zum Hotel kommen. Und waren um 1:30 im Hotel oder was. Ja, und dann ist es halt ganz einfach so, man hat beim LKW, für alle, die das nicht wissen, kann ich auch irgendwann mal nochmal zeigen, man hat beim LKW eine Fahrerkarte, die muss man stecken.
und muss eben, die zeichnet halt auf, wann man fährt, wann man arbeitet, wie lange man fährt, wie lange man arbeitet und so weiter und so fort. Und man darf da bestimmte Zeiten nicht überziehen. Und unter anderem geht es da um eine Ruhezeit zwischen zwei Arbeitstagen. Und die mussten wir eben einhalten. Deshalb sowieso warten. Mal ganz abgesehen davon, dass wenn man um 1:30 klitschnass vom Arbeiten kommt, ins Hotel, man nicht gerade Bock hat, morgens um 6 Uhr wieder loszuschießen. Ja, dann haben wir noch gefrühstückt, sind noch mal über eine halbe Stunde hierher gefahren. Ist halt alles immer ein bisschen krampfhaft, wenn man nur ein LKW hat und kein Auto. Ja, jetzt sind wir hier. Es pisst wie ein Sau. Wir haben schlechte Laune. Ich sag's euch, wie es ist. Ich würde eigentlich das hier gerade nicht filmen. Nicht, weil ich nicht verstecken will, dass auch mal was schief läuft, sondern einfach, weil ich so fertig bin. Aber ich habe dieses Montageprojekt angefangen zu filmen. Es sind jetzt noch 3 Tage. Die möchte ich jetzt noch durchziehen und ein cooles Video da zusammenschnipseln. Deshalb versuche ich jetzt mal meine Motivation und gute Laune nochmal zu finden. Schaut euch, was mich am meisten anpisst, schaut euch den Bagger an. Schaut hier. Da. So, aber egal, wir schießen jetzt mal los. Genau, komm, ich hänge euch mal auf. Got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at the mess, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Could look at you all day. Watch the way them hips sway. Love your body so I pray. Don't you dare take it away. Can't control what I say. Lost my mind cause your frame. Hey girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion. Beyond you like lotion. I'm honest and broken. I flow like the ocean. I feel you were chosen to fix me. I'm broken. My heart that you stolen. Hey, stay with me, play with me, lay with me. Hate to see when you leave. Chemistry feels like it's destiny. I just want you laying next to me. And I really don't want you to ever leave. Yeah. Your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb.